Vielen Dank für den super Applaus. Ich beschäftige mich schon seit geraumer Zeit mit dem Thema Frontzahntrauma. Ein Fünftel der Menschheit wird davon ereilt, Männer zu Frauen 2:1 geteilt. Stürzte man früher von Pferd oder Kutsche, sind heute es Fahrrad und Baderutsche, Fußball, Eishockey, Mutprobe wohl oder eine Faust unter Alkohol. Der obere Zahnbogen, perlenbestückt, wird bei dem Aufprall plattgedrückt. Ein blutiges Chaos. Kann sich hier vorstellen, ist das Resultat und ein gewinnendes Lächeln wird hart. Und ein Zahn liegt mitten auf der Bahn wie nach einem Anschlag in irgendwo Stan, mitsamt der Wurzel vom Kiefer getrennt, was eine Avulsion man nennt. Kann man ihn retten, zurück im Pflanzen und so reduzieren die Schadensbilanzen? Ja, man kann und auch ein wird er heilen, so wie er war, doch man muss sich beeilen. 5 Minuten darf rum er nur liegen, dann muss er Nahrung und Feuchtigkeit kriegen. Sonst werden die Zellen der Wurzelhaut pyknotisch, nekrotisch, apoptotisch und irreversibel abgebaut und nichts kann ersetzen sie in der Tat. Sie alleine bilden den Zahnhalteapparat. Den Zahn gleich vor Ort zurückzustecken ist eine Möglichkeit, jedoch schrecken sich viele am Blut und die Frage wird laut, gibt's noch was Besseres für die Wurzelhaut? Ja, jede Lösung mit Salz und Nahrung eignet sich für die Zahnaufbewahrung. Milch zum Beispiel oder Eiweiß vom Ei hat man ja des Öfteren mal dabei. Und für Sportler, die stoßen und raufen, gibt es eine Zahnrettungsbox zu kaufen, in welcher der Zahn bis zu einen Tag vom Körper getrennt überleben mag. Der gerettete Zahn wird nun replantiert, leicht mobil an einer Schiene fixiert und darf schon nach 7 bis 10 Tagen zurück in das Kaugeschehen. Manche von euch werden sich entsinnen, war nicht der Nerv da im Zahn noch drinnen? Tja, selbiger fachmännisch Pulpa genannt, war ohne Durchblutung zum Sterben verdammt. Und der Zahn birgt ganz profan eine Leiche in sich. Ach du lieber Schwan, da hilft keine Bibel und kein Koran. Nur wenn der Verunfallte noch ein Kind, was 40% der Verunfallten sind, kann man hoffen auf Gefäßanschluss, sodass die Pulpa nicht sterben muss und weiter die Wurzel wächst und gedeiht, solange sich das Kind nicht verletzt erneut. Bei Nichtanschluss werden Bakterien im Zahninneren sich vermehren. Die Abwehr sodann greift die Wurzel an. Durch Riesenzellen mit Fressprogramm von täglich bis zu 100 Mühe, so geht mit den Wochen die Wurzel perdu. Der Körper ist los, die gefährliche Brut, doch der Zahn fällt aus, wie ein Milchzahn das tut. Darum wird der Zahn besser aufgebohrt, desinfiziert, dass der Bakterienhort und abgedichtet mit Gummi und Zement, was eine Wurzelbehandlung man nennt. Vielleicht Key Message, was ist eine Wurzelbehandlung? Aufbohren, desinfizieren, abdichten. Wie aber heilt nun die Wurzelhaut? Zunächst werden Zellleichen abgebaut, dann liefert Stammzellen Wachstums pur und bis fertiggestellt ist die Reparatur. Ist nun die Wurzelhaut aber demoliert, dann werden die Stammzellen nicht generiert. Knochen ersetzt das Gewebe im Spalt. Der Zahn wird super fest. Aber halt, er stellt auch sein Vertikalwachstum ein, sodass immer kürzer er erscheint. Wie dir da hier. Und der Vollkontakt zum Knochen bewirkt, dass die Wurzel knöchern durchwachsen wird, bis nach Jahren eine Knackses macht und der Zahn sich verschüsst über Nacht. Tja, so ein Zahn braucht von Anfang an einen gut durchdachten Behandlungsplan. Erste Frage, wie lang hält der Zahn? Wir streben das 20. Lebensjahr an. Das ist nämlich das jüngste Alter, in dem man ein Implantat setzen kann. Zweite Frage, wächst er mit den anderen Zähnen oder tut er es nicht und zwingt die Nachbarn zu schrägem Stand? Dann liegt Extraktion auf der Hand. Dritte Frage, wie hoch im Gebiss ist der Platzbedarf? Und wenn sich spießt, wird Zahn extrahiert, KFO appliziert und der Nachbarzahn in die Lücke geführt. Vierte Frage, verliere ich den Zahn, bevor ich ein Implantat setzen kann? Dann überbrückt temporär man die Lücke ohne Beschliff mit einer Klebebrücke. Oder man transplantiert von hinten einen Zahn nach vor und schließt so das Tor. Mit dem Vorteil, dass auch das Knochenwachstum weitergeht, ungebrochen. Tja, das war's mit dem Zahn auf der Straße. Und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich beim Dichten und Zähne einrichten. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Applaus